So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Und jetzt ist auch Mittwoch, wo ich das aufzeichne, aber Mittwoch war gestern, denn gestern ist auch Lugia in die Raids gekommen, zurückgekehrt. 2 Wochen ist Lugia jetzt da am Start. Deswegen habe ich gestern den Community Raid gemacht mit Lugia, wollte den Mittwoch dann hochladen, sodass ihr Raid am Mittwoch jetzt am Donnerstag seht. Gestern gab es aber auch Internetprobleme. Kabel Deutschland, wieder mal die Zentrale in die Luft gesprengt, keine Ahnung. Kein Fernseher, kein Telefon, kein Internet, nix. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich nicht, ob das abends mit der Raid Mania überhaupt klappt. Das habt ihr aber dann gestern gesehen, ob das ging oder nicht und ob der Community Raid überhaupt online kam. Normalerweise würde ich auch immer sagen, heute Abend Raid Mania, ladet alle ein, aber das war ja dann gestern. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und falls ich noch einen roten Mund habe, tut mir das leid, ich habe schon wieder Samyang gegessen, 2 Packungen, und das sieht man dann immer so aus. Denkt euch einfach, das ist der Lippenstift von Sabrina und alles ist gut. Angefangen hat die Woche hier beim Dark Dwayne mit einem 100% Galafleckmon und noch eins, 27.08. hier gefangen. Ihr seht das Datum, das ist auf jeden Fall sehr cool, da habe ich auf jeden Fall kein 100er. Auf jeden Fall, die Woche läuft richtig gut bisher. Auch vom Dark Dwayne noch ein 100er Panzer Aeron mitgenommen. Und dann hat er hier einen Shiny Porenda aus Tusken, Arizona, USA. Und ein Shiny Taubsi, 100er Glumanda, gibt es auch noch aus Bramsche. Ich weiß gar nicht, wer Dark Dwayne überhaupt ist. Der ist seit ganz neuesten in der WhatsApp-Gruppe Hildburghausen drin. Hier 100% Pionscora, Shiny Magnetilo, dann Bockwurst King, von dem wir damals immer die 98er alle mit reingenommen haben, denn bei ihm waren die 98er wertvoller als die 100er, hat hier endlich einen Shiny Unra Tütox mitgenommen. Burkhardt hier mit einem 100% Knacklion, Horst of Death, also der Kalsari Ken, der Kenny, 100% Raffel als Glücks-Pokémon beim Tauschen erhalten, Level 9, Jojo hier auch Shiny Porenda mitgenommen, dann Marco Schippi, also der Marco FedEx, ist mit mir Glücksfreund geworden, wir haben auch direkt dann getauscht, innerhalb von 10 Tagen. In letzter Zeit geht es wieder gut voran, ich habe Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, bis Mittwoch schon wieder jeden Tag ein Glückstausch parat. Apropos Glückstausch, Lennart zeigt uns hier einen Glücksrüpel. Guckt euch das an, da ist das Glückliche. Das ist ja, das ist ja noch komplizierter. Jetzt habt ihr den Lucky Bildschirm Hintergrund auf dem Rüpel drauf und aber auch den Trainer, der ja eigentlich mit euch Lucky ist. Also beste Grafik wieder mal. Sehr schön. Dann habt ihr Lennart immer noch hier mit seinen 2500 Feldforschungsaufgaben. Hat jetzt also die Platin-Medaille bekommen. Wie viel habt ihr da? Könnt ihr ja mal reinposten. Lennart zeigt uns auch, wie ein Zamazenta aussieht, wenn er Ramses das fängt. Bei allen anderen ist das ein Hund. Bei mir, wenn ich Zamazenta fange, ist das ein Eichhörnchen. Ist halt wie Ditto, ne? Verwandelt sich dann vom legendären Hund in ein kleines Eichhörnchen. Lennart hier auch noch mit einem 100er Kabuto. Ice Cube 187, das glaubt mir keiner, hat er da geschrieben. Hat auch in seinem allerersten Zamazenta Raid ein 100% Zamazenta bekommen. Leider habe ich den anderen Screen gelöscht. Ihr seht es hier unten aber nochmal, dass er da seinen Pokédex-Eintrag geschickt hatte. Eins gesehen, eins gefangen, 100%. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Heiko Kurowski zeigt uns sein Mega-Schlappohr. Wahrscheinlich auch Gala, denn das sieht gar nicht aus wie ein Schlappohr. Sieht aus wie ein Schluckbech, deswegen gehen wir schnell hier rüber. Gucken nochmal beim Heiko. Gala Flunschlee, Gala Mauzi, auch alles als Shiny bekommen. Hier seht ihr den Rest, den das so auch noch hatte. Smogmog, Barrikadax, Galoppa Bonita, Lauchzelot. Das Lauchzelot nochmal extra, dann zeigt er uns, wie Glumanda Bodyslam einsetzt beim Wylord. Das ist auf jeden Fall sehr effektiv, so wie das aussieht. Das Kingmalade in der Nähe von Selze, 100% Quabbel, das Blaue, das ist auf jeden Fall krass, weil das Blaue könnt ihr ja theoretisch nur aus der GBL bekommen, wenn mich das alles richtig in Erinnerung ich da noch habe. 100% da ist auf jeden Fall eine feine Sache. Und jetzt habe ich mir, glaube ich, mit dem scharfen Finger ins Auge gefasst. Devaris hier, Shiny Ladybar mitgenommen, Kate Joker auch bestes Bild, das kennt bestimmt jeder von euch. Wenn du vor dem Schlafen noch etwas zocken wolltest und dann 5 Matches in Folge verloren hast,
Das also eine Anspielung an die GBL. Finde ich aber richtig genial. Guckt euch den Blick an. So geht's mir dann auch immer. Einfach gemütlich. Ich zock noch ein paar Matches. Ach komm, lass es doch sein. Dann Dennis auch noch hier. 100% Teddy Ursa erlöst. 100er Flunschlag Gala. Nicht erlöst, aber einfach 100. Dann sind wir auch Glücksfreunde geworden. Haben aber auch schon getauscht. Ja, Hammer. K-Joker nochmal hier. Dieses Bild von Spider-Man kennt man auch. Ohne Brille und dann mit Brille, dass man deutlich sieht, was es ist. Da kann so ein Gala Flampio natürlich schon mal aussehen wie ein Wolli. Ja, Bockwurst kriegen hier auch. Und wieder ein neues in der Sammlung. Shiny Charmian Lennart hier mit einem erlösten 100er Quiegel. Hätte ich, glaube ich, nicht erlöst, weil das ja als Krypto Marmutel schon sehr hohe WP, IV hatte und das auf jeden Fall mächtiger Eisangreifer wäre im Gegensatz zu dem 100er. So als 100er ist natürlich wieder billiger zum Hochziehen, ist ein 100er für die Sammlung okay, aber wenn das so viel hat, dass das ein 100er werden könnte, dann hätte ich es gelassen, so wie es ist, weil 100er kriegst du überall her. Das Raids, Wild, Eier, Forschung, sonst was. Aber Krypto kriegst du nur vom Rübel. Hupsi hier auch mit einem Galashiny Flunschlick, genauso wie Dennis, zeigt uns auch hier seine Bärenfalle in glitzernd. Dennis weiterhin mit einem Shiny Ladybar. Brainy Stendal auf dem kleinen 100% Mobile gebrütet. Also viele Leute haben in letzter Zeit ja gebrütet. Ich habe gar nichts gebrütet. Ich habe gesagt, die 7 Kilometer Eier, die kommen ja nicht in die Maschine rein. Ich mache Raids für die Shinies. Hat geklappt. Ich habe alle Shinies bekommen, die ganze Familie vollständig. Hat wieder keinen interessiert. Die Leute gehen lieber raus, brüten und beschweren sich dann, dass sie die ganze Zeit irgendwas bekommen, was sie nicht wollen. Geiles Ding. Dennis Weigel hier auch 100% Flampion aus New York. Aber er hat gleich noch angeheftet. Bevor alles sagen, ich spoofe, zeigt er hier, es ist durch einen Tausch 100% geworden. Das heißt, zumindest sein Tauschpartner wird wohl ein Spoofer sein. Außer der wohnt dort, hat das gefangen und ist dann extra zu ihm gefahren für den Tausch und ist dann wieder zurückgeflogen. Glaube ich aber nicht. Dann habe ich hier mal gezeigt, ich habe meine GBL-Belohnung abgeholt, habe meine 165.000 Staub bekommen, was auf jeden Fall sehr cool ist. Ich war Rang 21 mit 2.232 Punkten, habe aber gar nicht so oft gespielt, aber ab 20 geht es für mich meistens eh nicht mehr weiter, also mag ich auch gar nicht spielen. Wie man es richtig macht, zeigt uns hier der Crank. Der war Rang 24 mit 3.016 Punkten und hat einfach 300.000 Staub erhalten. Ansonsten ein Fanrate-Pass, ein normalen, das ist alles gleich. 5.3 ist auch gleich, also nur der Staub ist ein Unterschied, aber gut, die Chance auf das Wrestler Pikachu wäre noch cool, weil das ja auch shiny sein kann. Gerade aus einer Feldforschung, Heike hier auch, Galaporenda als shiny bekommen, Pascal Baum hier 100% Boomer bekommen, aus dem, also ein Boomer, weil es ja ein U ist, 100% die Cognito bekommen, hier auch aus einem Raid, zeigt uns nochmal seine Shinies aus der letzten Zeit, dabei Lord, Depositox dabei, Relaxo auf jeden Fall, viele wollen den Relaxo, habt ihr schon Relaxo? Togepi auch shiny beim Koselinchen, steht wieder oben dran geschrieben, aber kennt man gar nicht, bräuchte man es auch gar nicht hinschreiben, ne? Wenn ich das eh nicht sehe. Tix Kekslord 93 auf der Suche nach shiny Cognito, auf dem dritten Account ein Shundo. Jetzt muss ich weitersuchen. Ich an seiner Stelle hätte trotzdem nicht weitergesucht, egal ob das der dritte Account ist, egal ob das jetzt ein 100er shiny ist. Wenn ich Shiny suche, hätte ich mir das einfach rübergetauscht. Dann ist es zwar kein 100er mehr, aber ich habe das Shiny, anstatt noch mal 10 Millionen Euro auszugeben. Was nützt mir das auf dem dritten Account? Eigentlich nichts. So. Dann, gerade zufällig gesehen, das ist mal ein krasses Nocturne. Ihr habt es vorhin gesehen mit dem Samazenta. Jetzt seht ihr das gleich hier nochmal. Ramses der Dicke hat ein Nocturne gefangen mit Flügeln und roten Augen. Keine Ahnung, was da los ist. Danke, Gossi, für das Bild. Selal hier mit einem 100% Legios. Selal hat mir wieder 10 Millionen Bilder geschickt, die ich wieder verteilt habe. An Pupsi, an die Familiengruppe, an meine Mama, an andere Leute. Wie zum Beispiel das sagt, stopp, stopp. Und dann schwimmt schon der ganze Raum, weil es ist einfach zu viel. Ist halt so, ne? Das sagt, stopp, genau. Man kann doch selber einfach... Aber egal, Selai hier auch noch mit einem Shiny Taubsi oder hier, wenn ihr so voll seid, dass ihr wirklich über alles lachen müsst. Ist nicht lustig, Finger weg vom Alkohol, ne? Ihr habt gesehen, das geht nie gut aus. Aber ich finde die Löwen irgendwie, weiß ich nicht, die machen mir gute Laune. Da möchte ich auch gern wieder ein Löwe sein, wie früher.
Werdet ihr auch immer zum Löwen, wenn ihr was trinkt? Ja, gut. Selang hier noch 100er Schneebedeck mitgenommen, Shiny Visor mitgenommen, 100% Krypto-Pfiffchen mitgenommen. Musst du direkt erlösen, es ist billiger zum Hochziehen. Dann wildes Glurak eingetütet, könnte natürlich auch Shiny sein. Dann hat er hier noch ein Kaumalat mitgenommen, ein 100%iges, wohl aus der Feldforschung. Ein Seemops Erlös zum 100er ist auf Level 50 aufgestiegen mit 210 Raids. Diese Anzeige habe ich ja leider nie zu Gesicht bekommen, denn das wurde erst eingeführt, als ich schon Level 50 war. Das auch richtig heftiges Bild. Da weiß ich, wie die Leute sich fühlen, die immer sagen, Ramses, kannst du denn nicht mal mein Geschenk aufmachen? Ramses, kannst du mir nicht mal ein Geschenk schicken? Wir haben schon seit einem Monat jetzt gar nichts mehr gemacht. Waiting for you to open your Pokémon Go Gift. Also, während man wartet, bis der andere endlich das Geschenk aufmacht, ja, das kann ein bisschen dauern. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal dabei gehabt in einer Folge Berlin 2021, der Zustand der Stadt in einem Bild. Da liegt die Sau einfach auf der Matratze im Müll und es ist einfach nur, keine Ahnung, was ist denn los in Berlin? Was ist los in Berlin, Sabrina? Was machst du da? Genaya dann hier, Flunschlick, 100 Gala, aus Raids für Zuschauer, nimmt man mit. Shiny Pikachu nimmt man mit. Magma erlöst man, normalerweise nicht, aber ist eh kacke, also erlöst man, damit es ein 100er ist, ansonsten braucht man, glaube ich, kein Krypto-Magma. Naruto 125 Retter Mittwoch hier ein 98er Shiny Mew mitgenommen. Jetzt die Trainingsfunktion kommen würde für Pokémon, dass man ein 98er zu einem 100er machen kann, wäre das auf jeden Fall eine richtig fette Sache. Get My Game hier auch ein Traunmagila löst zu dem 100er. Okay, Sören könnte sich auch ein 100er erlösen, ein neues. Warum schickt er kein erlöstes Bild? Hä? War das nicht erlöst oder war das doch erlöst? Der hätte ja ein Vorher-Nachher-Bild zeigen können. Sarina, leider kein Smogmog dabei, aber das Vieh kommt ja irgendwann wieder. Dafür aber Karadonis-Shiny, Porenda-Shiny, Makuhita 98, Krypto kann man auch erlösen zu einem 100er, aber kannst du so, entwickelt das, mach mal wenigstens auf 40 oder so. Nehm das mal als Kampf-Pokémon zum Angreifen für irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Ich glaube, ich habe noch nie mit Hariyama gekämpft, aber egal. Zwei Shinies innerhalb kürzester Zeit, cool. Chefe24.de, die Internetseite für richtige Chefs, ihr wisst Bescheid. Sieht man hier Porenda mit 909 WP und mit 924. Zwei Shinies hintereinander. Außerdem Chefe. Dickes Dankeschön an Kulidita, wir wollten nur so tauschen, weil es mir für die Familie fehlte, ist ein 93er geworden. Mein herzliches Beileid, das arme Bidiza, das kann ja auch nichts dazu. Dann ist es auch noch so klein, verbrennt fast in der Sonne, im Licht, aber die Leute freuen sich natürlich, wenn sie Shinies bekommen mit relativ guten IV. Mir werden, wie gesagt, die IV bei den Shinies komplett egal. Ich möchte die Farbe und die Farbe muss Farbe sein und nicht im Hintergrund einfach in der Kernschmelze versinken. Chevy hier auch mit einem 100% Piondragi Krypto. Beste, was du machen kannst. Ich glaube, ich habe auch sowas, oder nicht? Ich weiß es nicht. Müssen wir uns mal angucken. 100er Unrat Tytox, 100er Kingler, was ja der beste nicht-legendäre Wasserangreifer ist. Stellt euch mal vor, mit Krabhammer ist das einfach ein heftiges Biest, was auch relativ hohe WP bekommt. Da muss ich auch unbedingt mal 1,50 ziehen, weil mich das dann interessiert, wie hoch das kommt. Hier 100% Janma noch mitgenommen, Papunga, ihr kennt alle Papunga, ihr kennt Ismo den Tunga, ihr kennt Ramses den Tunga, wenn ihr die auf die dicken Tour verfolgt habt. Auch ein legendäres Pokémon, könnte man meinen, nicht, aber es ist auf jeden Fall irgendwas Besonderes. Irgendwie hat sich das eingebrannt in die Köpfe. Daniel Love hier in Österreich, Kärnten, Wörthersee, Klagenfurt, ja wie viele Orte denn noch. Sama Senta 100% da mit Wetter Booster. So, Loading Finn, ein Shiny Ismo, auch mitgenommen hier. Ein Yannick zeigt uns auf, steht's schon wieder. Ramses der Dicke hat einen Sama Senta gefangen und es ist ein Legios. Es ist Nokchans Medbo und es ist keine. Ich verstehe es nicht. Aber Samasender Rappel ist, glaube ich, noch das Schlimmste mit. Lennart zeigt uns hier auf der Übersichtsseite mit den Statistiken. Ramses hat 5.475 Schaden gemacht. Was ist das Höchste, was ihr schon mal an Schaden gesehen habt? Ich habe jetzt keine Übersicht. Ich sehe ganz oft irgendwas mit 2.000 noch was. Das Höchste, was ich gesehen habe, war, glaube ich, mal 4.000 noch was. Aber 5.475, das ist schon eine Menge.
Holz, ne? Habt ihr schon mal mehr als 5400 gesehen bei der Statistik? Gregor hier auch Shiny und Ratütox, dann zeigt er uns hier ein paar Eier gebrütet. 5.47 Uhr schlüpft das Galaponita in Shiny. 6.45 Uhr schlüpft das Galaflunschling in Shiny. Das ist auf jeden Fall auch richtig cool. Glückwunsch dafür, Thomas Speck hier. 96er Krypto-Fiffchen, was er auch zu einem 100er erlösen kann. Hat hier noch ein Waschaquil 100. Was auch immer man damit macht, ihr wisst das, ich hätte Glückwunsch, Tangolos, hier auch beim Thomas noch. Ist das erlöst? Ich glaube, das ist erlöst, oder? Ja, das sieht erlöst aus. Lunastein 100, Taubsi 100, Krebet 100, Flapivian 100, bester Eisangreifer, nicht legendärer. Könnt ihr jetzt sogar bei Lugia auch einsetzen. Thomas Speck auch ein Palkia 100, da kann man ja nicht schummeln, ne? 3,9, da geht auf jeden Fall noch was, wieder Wiel am Kaiserstuhl, Thomas Speck noch ein 100er, Noturzel, Shiny, Relaxo, Lucky, 100%, also ein Lundo, weil es ein Lucky 100er ist, ein Lundo Kikugi, so ist es richtig, und auch noch ein Summer Sender, auch mit Wetterboost 100. Das finde ich auch genial. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich mache das eigentlich ziemlich oft, wenn ich zwei Pizzen gleichzeitig mache. Genies werden von der Gesellschaft oft verkannt und ausgelacht. Also kannst du eigentlich zwei Pizzen mit einmal warm machen im Ofen. Richtig genial. Dann Karin Suhl hat mir gestern Abend noch ganz fix hier ihr 100% Sakyan geschickt. Tyler hat seine Mütze bekommen, da hat er das weibliche, also das Mädchen-Cap von Pikachu gewonnen. Habe ich ihm zugeschickt, kam an. Sein Feld ist zwar hier Instagram, aber steht der Name dran, deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Auch hier Summer Sender bei Sein Feld. Dann ein Reiwei an dich, Imre Wei. hat ja auch ein 100er Absol gebrütet, nämlich aus einem 12-Kilometer-Ei, was total cool ist, dass man hier den Ort wegmacht und hier steht er sogar doppelt und dreifach dran, dass man es da aufgenommen hat und dort auch ausgebrütet hat, aber trotzdem aus einem Ei gebrütet, 100er Absol, ist auf jeden Fall eine feine Sache. Fatih hier auch im Briefkasten gelandet, das männliche. Eigentlich hat das männliche Cabby jemand anderes gewonnen, der sich trotzdem einfach nicht gemeldet hat. Eine Woche lang habe ich auf ihn gewartet, da kam nichts. Also hat es Fadi bekommen. Elke hier noch, Shiny Ponida, Shiny Porenda, Nuller, Wolli, Nuller, Legios, Lennart, Glücksfreund, ganz frisch, müssen wir heute Nacht tauschen oder was? Und Iswo, der ist ja gerade in Griechenland noch unterwegs, auf der AIDA, reist da immer von Griechenland, Spanien, Italien, hin und her, kreuz und quer. Hat sich jetzt endlich auch ein Simbolara gegönnt, der spooft nicht, der ist wirklich da, der postet den ganzen Tag auch Bilder in Facebook, überall. Ihr wisst Bescheid, da wird sicherlich auch wieder ein Musikvideo kommen und so weiter. Jetzt war es das aber mit den Highlights der Woche und wir haben noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom, haltet euch fest, der Thomas hat es mir geschickt, aber der Schocker der Woche ist Olaf Marx. Ich muss es nochmal erwähnen, ich möchte es nochmal hier zeigen und ich finde es einfach richtig mächtig, denn ich habe die Mitgliedsstufen nochmal verändert, habe noch Zwischenstufen eingeführt und es gab noch nie ein Shiny Mewtwo und Olaf Marx hat letztens einfach eine Shiny Mewtwo-Mitgliedschaft abgeschlossen für 99,99 Euro im Monat. Das ist auf jeden Fall richtig krass, richtig brutal. Olaf, du bist so heftig. Und durch deine Mitgliedschaft durftest du ja bei den letzten Raids für Zuschauer natürlich jeden Raid mitmachen, wurdest nicht gelöscht, wurdest an jeder Arena direkt wieder mit eingeladen, ohne Wartepause, ohne alles. Jetzt am Wochenende mit Lugia Raids wird das auch wieder so sein, wenn du Bock hast auf Lugia Raids, du hast wieder den VIP-Platz, ich adde dich dann und immer wenn ich an einer neuen Arena bin, wirst du direkt eingeladen, darfst den dann machen, dass du ganz viele Lugia Raids machen kannst. Als kleines Dankeschön für diese Shiny Mewtwo-Mitgliedschaft ist das zweite Mal, dass es überhaupt ein Mewtwo gab. Der Wusa hat damals Mewtwo gemacht. Jetzt heißt es mittlerweile Shiny Mewtwo und der Olaf hat Shiny Mewtwo gemacht. Es gab also bisher zwei Leute, die die größte und heftigste und teuerste Mitgliedschaft ausgelöst haben. Ja, wird euch jetzt weniger interessieren, ich möchte aber trotzdem ein riesengroßes Dankeschön sagen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Internet geht gleich wieder. Ich kann die Community Raid hochladen, ich kann die Raid Mania abends machen und das hier dann am Donnerstag hochladen.
Und Freitag habe ich ganz viel zu tun, aber da ist ja eh Freitag, gibt es ja eh keinen Stream. Wir sehen uns also dann live am, ja gut, Donnerstagabend vielleicht. Ach egal, ihr seht ja, wann ich da bin und wann nicht. Und dann, wenn nicht, sehen wir uns bei Lugia Raids am Samstag. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.